So, moin liebe Leute, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Ich hatte ja schon ein Video da gemacht über diese Solardrohne und Wärmedrohne, die mir euch sozusagen sagen kann, wo die Solaranlage kaputt gegangen ist. Da werde ich auch immer wieder ein paar Sequenzen einspielen. Aber heute wollte ich mich hier dann nochmal mit dem Markt darüber unterhalten, was man eigentlich bekommt, wenn du so ein Dach mal gefilmt hast und gezeigt hast, was da vielleicht kaputt sein kann. Ja, genau. Wie sieht das überhaupt aus und warum soll man das machen? Wieso sollte man das machen? Wann sollte man das machen? Dass man einfach mal so eine Solaranlage durchcheckt mit so einer Wärmebildkamera. Darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen und da wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Das erste Video packe ich euch natürlich auch wieder in die Videobeschreibung. Also Marc, wir haben ja schon dieses Video gemacht, wo wir einmal gezeigt haben, was bei der Solaranlage hier auf dem Dach kaputt ist. Genau. Und heute wollten wir uns mal angucken, was du den Leuten dann eigentlich mitgibst oder auch für Empfehlungen gibst vielleicht. Ne? Genau. Und da hast du so eine kleine Mappe, die du den Leuten zuschickst wahrscheinlich und da gucken wir uns das mal an. Ganz genau. Das ist einfach mal ein Bericht von dieser thermografischen Befliegung, die ich da mache. Mhm. Da wird als erstes einmal das Objekt einmal vorgestellt. Dann gibt es eine Information zu dem Objekt. Hast du vorne so ein Deckblatt genau. Drauf? Ja? Genau. Das ist jetzt einfach. Wenn man noch weiß, ist es ein das Dach, oder? Ganz genau. Dann gibt es ein Inhaltsverzeichnis. Es gibt grundsätzliche Informationen, was diese PV-Thermografie ist, wie man das Ganze macht, wie funktioniert eine Photovoltaikzelle überhaupt. Also wie kommt da überhaupt eine Spannung zustande und genau. Wie fließt da eigentlich Strom? Ne? Das ist auch ein super interessantes Thema. Ja? Natürlich. Und zum Beispiel das Thema Bypassdiode, das weiß natürlich auch nicht jeder. Ja. Wie funktioniert das? Wie ist ein kristallines Solarmodul aufgebaut in den Schichten? Nur einfach mal Grundlagen. Und dann gibt es auch Praxisbeispiele einmal. Module ohne Auffälligkeiten oder erwärmte Anschlussdosen. Punktförmige Artefakte, wie zum Beispiel irgendwelche Hotspots, die durch Vogelkot oder ähnliches sind. Dann Einzelzellen, die deutlich erwärmt sind. Ein Zellstrang oder deutlich erwärmte Module, die zum Beispiel nicht angeschlossen sind. Mhm. Also du hast da jetzt ein paar Beispiele gehabt. Kannst du vielleicht nochmal sagen? Also das sind jetzt also deutlich erwärmte Einzelzellen, was da die Ursachen sein können. Also das wäre dann eine defekte Zelle? Oder? Ja, genau. Das ist ein Zelldefekt. Und da kann zum Beispiel eine rückwärtige Anschlussdose sein, wenn die an der Oberseite ist oder an der Unterseite, je nachdem, wie die Platte verbaut ist. Mhm. Oder das kann eine Abschattung sein durch Vogelkot oder eine Abschattung durch einen Ast von einem Baum, der jetzt größer geworden ist, der bei der Planung nicht berücksichtigt wurde, zum Beispiel. Oder ein deutlich erwärmter Zellstrang, das wäre dann sozusagen ein ganzer Teil von einem Modul. Genau, das ist das, was wir im Video gesehen haben, als wir mit der Drohne über das Haus geflogen sind, wo die Bypassdiode defekt war. Mhm. Da war der rechte String komplett rot, also beziehungsweise mit Temperatur erhöht. Mhm. Und dieser String ist dann defekt durch diese Bypassdiode. Und da hast du dann hier sozusagen ganz viele verschiedene Beispiele dann aufgeführt. Eine Module mit Patchwork-Muster. Mhm. Also das heißt, dass dann einzelne Zellen aus den Modulen genau, die sind. Die sind dann zufällig verteilt. Das kann dann auch sein, dass die Bypassdiode fehlerhaft ist. Zum Beispiel, das ist ein modulinterner Kurzschluss sozusagen. Okay. Und ein deutlich erwärmtes Modul, da ist dann wirklich alles Schrott hier, oder was? Ja, so. das ist zum Beispiel das Bild, wenn ein Anschlusskabel fehlt zum Beispiel. Wenn dieses Modul gar nicht angeschlossen ist, dann heizt sich das komplett auf. Ah, und dann okay. Weiß man, oh, da ist irgendwo, wird die Energie nicht abgeführt und deswegen bleibt das Modul dann warm. Also das heißt, da steht trotzdem Energie und die Energie könnte abgeführt werden durch die Stromkabel. Mhm. Aber wieso, wie kann das passieren, dass man ein komplettes Modul vergisst anzuschließen? Oder ist das, kann das sein, wenn man irgendwie nachts arbeitet oder gerade irgendwie verliebt ist oder weiß ich nicht, gerade an seine Freundin denkt? Es kann sein. Es sind alles Menschen und da können natürlich auch Fehler passieren. Mhm. Und das ist mir in der letzten Woche gerade noch passiert, weil wir bei einem Wohnhaus wirklich die komplette Dachgaube nicht verkabelt. Mhm. Und das konnte ich dann dem Besitzer mitteilen und der hat dann natürlich gleich seinen Solateur kommen lassen und gesagt, hier
Machen wir das fertig. War dann relativ schnell wieder erledigt. Wann soll ich denn so eine, das haben wir im ersten Video auch schon gesagt, aber wann soll ich denn so eine Überprüfung meiner Anlage mal mit so einem Wärmebild machen? Weil ich kann mir das ziemlich schwierig vorstellen. Es gibt ja diese Wärmepistolen und du hast halt das Coole mit der Drohne, du kannst von oben drauf gucken. Genau. Wann soll ich das machen, wenn ich das... Also grundsätzlich empfehle ich das, oder es wird empfohlen, diese Thermografie zu machen nach der Installation der Anlage, nachdem die fertiggestellt wurde. Dann hat man so eine Erstinstallationsüberprüfung, dann hat man einen Ist-Zustand der Anlage, man weiß, die funktioniert 100%, man hat was in der Hand und kann sagen, die Anlage funktioniert, oder man hat irgendwelche Fehler und die müssen dann natürlich nachgebessert werden durch den Hersteller bzw. Installateur. Genau. Okay. Weiter ist es empfohlen nach Hagelschauern oder nach Sturmschäden, da kann man sehr gut sehen, ob Module einen Glasbruch haben oder ähnliches oder sonstige Beschädigungen auftreten. Also oder wenn ein Sturm war, wie Ast draufgefallen ist oder. Ganz genau, das sieht man von unten einfach nicht. Da ist die Drohne ein gutes Hilfsmittel. Man braucht nicht erst einen Hubsteiger kommen lassen oder ganz früher hat man es mit Helikoptern gemacht. Das ist natürlich heutzutage aufwendig. Überhaupt kein Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Hubsteiger ist so ein Kran, wo du dann dich hochschiebst in so einem Korb und dann kannst du von oben drauf. Ganz genau, gucken. Entweder so mit einem Teleskoparm oder vielleicht so ein fahrbares Gerüst sozusagen, wo man sich mit hochpumpen lassen kann. Und das braucht man alles nicht. Das geht alles ohne irgendwelche Veränderungen zu machen. Ich starte von der Straße aus oder vom Grundstück. Und dann ist das relativ problemlos. Okay. Man muss nur vorher prüfen, ob da eventuell eine Flugverbotszone ist. Es gibt sensible Bereiche, wo man nicht starten darf, wie zum Beispiel in der Nähe von Kernkraftwerken oder ähnliches. Mhm. Aber das kann man vorher alles abklären. Und du rufst ja einmal bei der Polizei an vorher. Und genau, das ist so eine Maßgabe, die mit in der Aufstiegsgenehmigung gefordert wird, dass die Polizei oder das Ordnungsamt informiert wird. Mhm. Und du hast jetzt gesagt, also beim Installation der Anlage muss man das sollte man das mal machen, wenn ein Sturm oder irgendein Wetterereignis da war, sollte man das machen, wie Hagel oder so. Und gibt es noch einen Punkt, wann man das machen sollte? Ganz wichtig ist es vor Ablauf der Gewährleistung. Also kurz vor Ablauf der Gewährleistung kann man befliegen. So kann man dann noch die Gewährleistung ausnutzen und dem Hersteller bzw. Lieferanten oder Solateur sagen, dass noch Defekte zu beheben sind und hat die dann noch innerhalb der Gewährleistung. Wenn ich so eine normale Infrarotkamera habe, sage ich jetzt mal, könnte ich das dann auch machen? Also wenn ich jetzt eine Infrarotkamera installieren würde auf meiner Drohne, sage ich jetzt mal, könnte ich das dann auch schon so ein bisschen machen oder hast du eine spezielle Technik, die ja schon ein bisschen mehr kann als eine einfache Infrarotkamera, um das darüber zu sehen. Es ist eine radiometrische Infrarotkamera oder Wärmebildkamera, dass man wirklich jeden Bildpixel, also jeden Punkt des Bildes, so auslesen kann, dass man genau für jeden Pixel die Temperatur nachweisen kann. Und das können die normalen nicht? Das können die normalen nicht. Die können zwar Temperaturunterschiede aufzeigen, aber man kann nicht hinterher das Bild so auswerten, dass man da eine vernünftige Berichterstattung davon erstellen kann. Aber du hast auch, glaube ich, im ersten Video gesagt, du hast so eine spezielle Software dafür, die das dann auslöst. Ja, da gibt es dann die Software, die kann dann das aufgenommene Foto so auflösen, dass man für jeden Punkt dann die Temperatur herauskommt. Und das könnte ich mit einer normalen Infrarotkamera in einer Drohne nicht wahrscheinlich? Nee, okay. Das geht nicht. Okay, also du hast da schon dann auch eine spezielle Technik. Es kann jetzt nicht jeder kommen oder jeder sagen, hey, ich kann das auch mit meinem... Weil ich hatte mal so ein iPhone und da haben wir so ein Ding dran gemacht und dann hat man damit so ein bisschen die Temperaturunterschiede gesehen. Temperaturunterschiede kann man sehen, aber man kann es nicht belegen, sage ich jetzt mal. Gut, man sieht, es sind Unterschiede da, man kann es deuten, aber ich kann es halt anhand der Temperatur belegen. Und das ist dann eine Grundlage für zum Beispiel eine Solarreinigungsfirma oder für eine Fachfirma, die dann auf der elektrischen Ebene das Ganze nochmal durchmisst und den Schaden beheben kann. Und du hast jetzt gerade gesagt, Reinigung. Kann das auch sein, dass wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Flechten hat oder so, dass dann auch die Module kaputt gehen oder dass man dann das auch nicht so richtig merkt, weil das so über die Zeit so ein bisschen mehr wird? Genau. Ist das dann auch so ein Thema, wo du dann mit deiner Drohne kommst?
Man sieht die Veränderungen zum einen im Wärmebild, man kann aber dann auch zusätzlich noch das Echtbild daneben legen und kann dann natürlich noch genauer reinzoomen in den Bereich, sieht zum Beispiel Flechten oder Vogelkot oder sonst irgendwelche Verschmutzung, wie zum Beispiel durch Sahara-Staub oder ähnliches. Das ist auch schon immer wieder ein Thema gewesen, dass bei gewissen Wetterlagen dann zum Beispiel eine dicke Staubschicht da ist oder nach in der Pollenzeit, wenn die Blütenpollen sich auf die Anlagen niederlegen. Das kann alles sein und sowas kann man natürlich auch dann im Echtbild sehen. Dann kann ich dich rufen und wenn ich einen Verdacht habe, kann ich dich rufen und kann sagen, hey, pass mal auf. Kannst du mir nicht mal einmal so ein Check-up geben mit der Wärmebildkamera? Ganz genau so. Richtig cool. Also kann man dann alles über diese Firma Aceflex machen, mit der wir schon ein paar Mal Videos gemacht haben? Ja, ist gar kein Aber Problem. Das ist dein Hauptberuf eigentlich. Das ist mein Hauptberuf. Ja. Ich mache das hauptberuflich und gerne über die Firma Aceflex. Und da sind wir eng vernetzt und können uns da richtig sehr cool gut ergänzen. Vielleicht kann ich da sogar mal mitkommen, wenn du mal so eine Tour machst, weil ich meine, du machst das ja nicht nur für Solar, diese Wärmebilderkennung, sondern halt auch für Rehkitze, um die halt zu retten, dass die nicht in den Häcksler oder in den Schredder kommen. Genau, die Technik, die kann man, die ich gewerblich nutze, die kann man natürlich auch ehrenamtlich nutzen. Ja. Und das passt sehr gut, das ergänzt sich, weil man braucht für die Kitzrettung die Temperaturunterschiede. Das heißt also, ich muss früh morgens oder spät in der Nacht fliegen, um die Temperaturdifferenz zu haben von Boden zum Kitz. Mhm. Und tagsüber brauche ich die Sonne, um die PV-Anlage inspizieren zu können. Aber also von daher ergänzt sich das. Ja. Weil daher, so sind wir ja auch irgendwie aufmerksam geworden, weil du warst schon ein paar Mal im Fernsehen, wo du Kitze gerettet hast, weil die in den hohen Feldern von den Bauern nicht zu sehen sind oder sehr, sehr, sehr schwer nur zu sehen sind. Und wenn die dann über so ein Feld rüberrollen, dann kann das halt passieren, dass dann diese Rehkitze dort Schaden nehmen. Und das ist natürlich unglaublich schade. Mhm. Und das kannst du sozusagen verhindern. Vielleicht komme ich bei so einer Tour auch nochmal mit. Sehr gerne, herzlich eingeladen. Ja, also schreibt es mir ja gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Hast du noch einen Tipp für die Leute, für ihre Solaranlagen? Haben wir jetzt einmal dein Ding durch oder müssen wir hier noch ein bisschen weitermachen? Das ist jetzt einfach nur noch ein Beispiel. Ja. Hast du vielleicht noch mal so ein Beispiel für uns, Marc? Ja, zufälligerweise habe ich da was vorbereitet. Ja. Sofort los. Ja, ich sehe schon, aber das ist sehr detailliert. Also du erklärst da auch sehr viel in diesem PDF, ne? Mhm, genau, da werden dann die verschiedenen Problemtemperaturen nochmal aufgezeigt. Man kann genau sehen, wo erwärmte Stellen sind. Man hat das Wärmebild dem Echtbild gegenübergestellt. Mhm. Man kann da sehr genau reinzoomen. Man kann sehen, wo Schadstellen sind. Und diese Schadstellen werden dann temperaturgenau angezeigt und aufgelistet. Eine Referenztemperatur zum Beispiel von einem Modul, was 100% funktionsfähig ist. Da sieht man zum Beispiel Temperaturunterschiede von mehr als 20 Kelvin. Und das ist auf jeden Fall dann eine Stelle, die auf jeden Fall überprüft werden muss. Okay, und das heißt, ich kann dann einfach, also wenn es jetzt über die Firma Aceflex geht oder was, ne, dann haben die gleich sozusagen, die schicken dich mit oder die schicken dich hin und dann bieten die auch gleich an, das dann auszutauschen. Also nicht, dass ich dann einfach da stehe und nicht weiß, was ich machen soll, sondern ich kann dann die einzelnen Module austauschen, was teilweise auch ein sehr hoher Aufwand ist. Mhm. Aber ich sehe dann hier vielleicht auch schon so Module, die vielleicht noch okay sind, wo man aber sagen kann, okay, könnte man auch mal austauschen, ne? Ganz genau. Mhm. Man kann da sehr detailliert Informationen rausnehmen aus diesem Bericht und hat man mit der Firma Aceflex natürlich auch einen kompetenten Partner an der Seite, der dann auch sich dann um die Reparatur kümmern kann. Wie lange dauert das, wenn du jetzt anrückst und dir einmal so eine Solaranlage anguckst? Je nach Größe der Solaranlage, ich sage jetzt mal einfach als Daumenwert, beim Einfamilienhaus ist man normalerweise innerhalb von 20 Minuten fertig. Okay, also das dauert überhaupt nicht lange. Okay. Die Befliegung an sich ist das Kürzeste. Ja. Das, was die Zeit in Anspruch nimmt, ist dann hinterher die Berichterstellung bzw. die Auswertung der Bilder. Okay, und das kannst du in Deutschland weit machen? Also genau, wir haben so ein Netzwerk, wo man deutschlandweit darauf zurückgreifen kann. Ja.
Also egal ob auf Sylt oder Norderney oder im Schwarzwald, genau. du würdest das sozusagen durchführen können. Ganz genau. Mhm. Was kostet das, wenn ich das machen will? Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Solaranlage auf meinem Dach, komm mal bitte vorbei, guck dir das mal an. Einfaches Beispiel, Einfamilienhaus bis 10 kW, liegen wir im Bereich von 300 Euro plus Umsatzsteuer. Okay, also um die 300 Euro. Wenn ich jetzt eine große Solaranlage habe, weil ich kann mir vorstellen, auf so einem großen 300, 500 kW Peak-Solaranlage macht das ja auch wahrscheinlich Sinn. Mhm. Oder auch mal in einem Megawattpark das zu machen. Genau, macht das wahrscheinlich auch Sinn. Das sind dann aber, ich sage jetzt mal, Spezialangebote oder Tagespreise, die man dann macht. Ja. Je nachdem, wie groß die Anlage ist. Was für ein Aufwand ist, das Ganze zu befliegen, weil so ein Solarpark zum Beispiel, der ist nicht innerhalb von 20 Minuten geflogen. Absolut. Da muss man wirklich jede Modulreihe durchgehen. Man muss tausende von Bildern dann auswerten und die auch dementsprechend dann in die Berichte einbringen. Das ist schon ein bisschen mehr Aufwand und das kann man nicht für ein paar Mark 50 kriegen. Nee, okay. Ja, aber mega spannendes Thema. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Thema findet oder ob ihr das machen würdet, ob ihr den Marc mal fragen wollt, ob er mal bei euch die Solaranlage durcheckt. Weil schneller und einfacher geht es ja eigentlich nicht, weil sonst muss ich ja hingehen und irgendwie messen, jedes Modul einzeln am besten noch und so. Das kann ich halt mir mit so einer Drohne irgendwie alles sparen, ne? Weil ich kenne das nur, dass halt auch bei den großen Solaranlagen, wo ich da mal auf Mallorca war, da haben sie dann auch immer so die einzelnen Strings und so mit Messtechnik. Und da kann man auch schon viel rausfinden. Mhm. Aber mit so einem Bild hast du es ja sofort, schwarz auf weiß. Und so eine einzelne Zelle bei so einem riesen Solarpark zu sehen, ob die dann irgendwie nicht funktioniert, das ist halt eigentlich ziemlich unrealistisch, sag ich mal. Ist schon eine Zeitersparnis, auf jeden Fall. Das geht im Rauschen unter. Mhm. Es sei denn, da ein paar Module gleich ganz kaputt, dann merkst du es vielleicht. Ja, aber genau. Also das ist richtig cool. Also schreib es mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Marc, dass du dir hier Zeit genommen hast. Und schreib mir auch mal gerne in die Kommentare, wenn wir hier nochmal ein paar Videos mit Marc machen sollen. Also Rehkitz-Rettung oder Solaranlagen-Rettung. Eins von beiden. Würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. War schön, dass ich dich kennenlernen durfte. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank. Alles ganz herzlichen Dank auch an euch fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da oder ein Abo, wenn ihr mich hier ein bisschen unterstützen wollt bei dem Kampf für die erneuerbaren Energien und lass uns doch mal zusammen die Welt ein bisschen besser machen, entweder für die Rehkitze oder auch für die Umwelt und die Solaranlage wieder auf Vordermann bringen. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video. Macht es gut, bis dahin. Ciao.